Ich hab mich einfach sitzen lassen. Weil, was? Das schneiden wir aus. Ich habe doch in den Kommentaren gelesen, bei unserem YouTube-Kanal, dass wir zu wenig Action haben, zu wenig Spannung. Deswegen baue ich Spannung. Deswegen diese beiden Komiker da hinten sich einen Bauch ablachen und die ganzen Leute in die falsche Richtung schicken. Okay, komm, ich filme und ihr macht, komm. So, da sind wir jetzt runtergekommen. Wir haben festgestellt, dass unser Anführer doch ein guter Anführer ist. Juhu! Ich nehme das zurück. Aber dafür haben wir mehr gesehen mit Jurczyk, ne Jurczyk? Wir haben ein bisschen weitere Runde gemacht, aber wir haben so einen Ausblick. Naja, Wova hat auch Ausblick gehabt, aber wir waren zuerst, glaube ich. So, jetzt gehe ich. Jetzt, ihr habt mich einfach sitzen lassen. Weil, was? Das schneiden wir aus. Während diese beiden Komiker da hinten sich einen Bauch ablachen und die ganzen Leute in die falsche Richtung schicken, die wollen da hinten zu Wartburg, kundschafte ich mal den nächsten Schlafplatz aus. Ich habe da hinten, da oben auf dem Hügel, habe ich was Feines gefunden. Na, guck mal, Leute, hier eine wunderschöne Wiese. Da hinten mit dem Blick auf die Wartburg, eigentlich eine perfekte Gegend. Wäre heute nicht Vatertag. Weil überall an diesen schönen Plätzen sitzen die und besaufen sich. Machen wir auch, aber dann stören die uns beim Pennen. Das ist scheiße. Oh, fast habe ich mich auf die Fresse gepackt. So, wir haben uns jetzt eine Stelle ausgesucht. Wer hat sie ausgesucht? Natürlich ich wieder. Arschloch! Ich schlafe zwischen diesen zwei Bäumen. Es könnte sein, dass eines von den Bäumen nachts umkippt wegen meinem Gewicht, weil ich heute auch viel gegessen habe. Jungs, was geht? Sind wir jetzt angekommen heute oder was? Wir müssen noch Bier holen. Bier holen. Jetzt. Da hinten hört man Musik aus der Stadt. Jungs, hier, ich habe eine Idee. Wieder wegen den Action in unseren Videos. Heute ist ja Vatertag, ne? Ja. Da gibt es junge Menschen, so, weiß nicht, bis 30 wahrscheinlich. Und wir brauchen Bier. Wollen wir damit wir Action haben in unseren Videos, denen das Bier wegnehmen und jemand muss filmen? Okay, okay. Okay, komm, ich filme und ihr macht, komm. Erzählt mal, wie war das denn gerade, dass ihr den Jungs da das Bier weggenommen habt? Ihr seid ja gerade hingelaufen. Wovchik, mein Lieber, das war scheiße, aber es war notwendig. So, liebe Leute, nachdem unser Bro, der Wovchik, da einen guten Schlafplatz ausgesucht hat, gehen wir jetzt in die Stadt, da wo es Musik gibt, holen uns noch ein bisschen Biernachschub und dann gehen wir wieder hoch und pennen. Jungs, wo wart ihr so lange? Schlupfendrachen. Da gibt es Musik da hinten. Die haben uns angehört. Ihr seht so glücklich aus. War das wieder diese Steigung nach oben mit euren fast 40? Mit 40 Kilo Eier. Wow, was machst du da? Ich habe mein Bett fertig gemacht. Wovchik, Bro. Was hättest du ohne meine Hilfe gemacht? Gar nichts. Ich würde jetzt Essen kochen. So, das ist meins. Ich habe das natürlich nicht so perfekt gemacht, aber für Schlafen reicht. Im Hintergrund hören wir Musik. Wir gehen uns gleich beschweren, dass es so laut ist. Wir wollten eigentlich Natur haben. Also, wenn man sich schon Bett fertig macht, die guten Dinge herunter und dann sowas drauf. Liebe Frau in Gifhorn, guck dir das bitte an und bestell mir bitte diese Tapetschke. Ja. Wieso hat Vova Tapetschke und ich habe keine Tapetschke für draußen? Das ist scheiße. Ja, das ist. Ja, guck mal, jetzt kann man sich das richtig gut gehen lassen. So, Leute, weil der
zweite Wurfstück von seiner Kamera nicht ablassen kann, die ganze Zeit hier unser Lager füllt, ja, habe ich mir gedacht, fülle mich auch mal. Verabschieden kann ich mich ja auch später nochmal. Und zwar, die sind dann noch ein bisschen am Tüdeln. Und ich habe mir schon mal mein Zeugs da geschnappt. So, und jetzt erkläre ich euch ganz genau, wie man original Midlife Brews Waldravioli macht. Als erstes die Gasbuddel ganz gut im Boden befestigen. Wasserwaage habe ich jetzt nicht mit, aber die müsste mal gerade stehen. So, dann hier Waldkochgeschirrgedöns einmal aufmachen. Hier dieses orange Zeugs rausholen. Habt ihr bestimmt nicht, ich habe es aber. In diesem orangen Gedöns ist so noch ein anderes Brenngedöns drin. Einfach aufklappen und hier oben drauf schrauben. Geht ganz schnell. So, mein Brenngedöns ist aufgebaut. Währenddessen hat Jurczyk sein komisches Gedöns da noch mit reingepackt. Jurczyk, Bro, jo, alles geht? Gut? Oh ja, klar. Perfekt. So, jetzt kommt das Wichtigste an dem ganzen Kram. Man muss es anmachen. Aufgedreht. Draufgeklickt. Zacki, zacki, läuft. Damit das nicht explodiert, müsste man hier diese ganze Ravioli-Geschichte hier aufmachen. Da. Nach dem Aufmachen die schöne Dose, die ich zu Hause vorbereitet habe. Ja, irgendwie hält die nicht. Uiuiui, das sieht gefährlich aus. Einmal draufstellen und dann aus diesem komischen Gedöns hier, was ich hier noch habe, hier noch einen Löffel rausholen. Mit dem schicken Löffel aus dem Gedöns immer wieder umrühren. Jurczyk, Bro, warum lachst du? Keine Ahnung. Das ist so scheiße. So, immer umrühren. Und irgendwann ist das Zeug fertig. Wurfstück, Bro, und was willst du heute essen? Ich darf das doch nicht sagen. Ständig will ich was sagen und wenn es... Ach so. Dann willst du gleich, ja, Wurfstück, Kamera ist schon aus. Während die Dosen Ravioli hier brutzelt und der Löffel langsam da drinnen versinkt, empfiehlt es sich, eine Zigarette anzuzünden und Bier zu trinken. Und nicht nur Bier trinken und Zigarette rauchen, sondern beobachten, wie die anderen ihr Essen kochen. So, der Lieblingsladen, wo ich das immer kaufe, hatte jetzt meine Roll-Ton-Suppen nicht mehr. Deswegen habe ich mir was anderes ausgesucht. Wurfstück, Bro. Da gab es, der Lieblingsladen bezahlt uns immer noch kein Geld für den ganzen Werbescheiß. Deswegen sage ich das doch nicht. Короче, habe ich mir jetzt sowas geholt. Steht auf Polnisch hier. Aber sieht, ich habe wegen dem Bild geguckt. Sieht, zeig mal in die Kamera. Sieht wie die Suppe aus, die meine Oma gekocht hat. Jurczyk, Bro, was leckst du da ab? Mein Schwanzblech. Wurfstück, Bro, sobald ich meine Ravioli aufgegessen habe, probiere ich auch dein Süppchen. Meinst du? Genau, dann muss ich schneller machen. Okay. Jurczyk, Bro, gib mir Bier, damit der Ravioli kriegt. Nichts da. Nee, Ravioli nicht, aber Gas. Gas musst du bei Putin fragen. Bei Viktor. Nee, Viktor, nee, das heißt doch nicht Viktor. Wenn die Ravioli die angemessene Temperatur erreicht hat, dann kann man das schon langsam ausschlürfen und den Gas weitergeben. Ja, so machen wir das auch. Sonst kommt der Putin, Alter. Ух ты, блядь. Nee, ja, потом. Google mal, Wurfstück, Bro. Das Licht wird weitergereicht. Nicht vergessen, ordentlich im Boden befestigen, weil sonst landet das Süppchen auf dem Rasen. So, also das macht man so, ne? Das macht man so. Man reißt das auf. Wurfstück, weißt du, was das Gas heutzutage kostet? Ich bezahle es hier nicht. Jetzt stellen wir das drauf. Wurfstück, Bro, mach das mal ordentlich fixieren, nicht, dass die ganze Kiste gleich dir um die Ohren kracht. So, Leute, und ich mache mich an meine Ravioli, während Wurfstück da sein Zeugs kocht. Ravioli. Jurczyk, Bro. Was gibt's bei dir heute? Bei mir gibt es heute Rindfleisch-Nudeltopf. Mmh. Jurczyk, Bro, wie wir das mitteilen? Ja, natürlich, kein Problem. Oh, das Zeug ist richtig geil. Fischsalat. Ja, mag ich. Ja, kriegst du aber nicht. So, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und Zeugs.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge.